Für die einen ist es 10 Jahre alte Tradition. Die anderen erleben am Sonnabend vor Weihnachten ihre Feuertaufe auf der Bühne des Kraftwerks Wockerode. Die Dessauer Düsterrocker von Down Below hatten zum traditionellen Christmas-Special eingeladen. Und viele Fans sind gekommen. Ja, heute ist 10 Jahre Down Below und gleichzeitig Weihnachtskonzert. Wir machen ja jedes Jahr ein Weihnachts-Special und das ist heute. Traditionell. In Wockerode. Fast immer in Wockerode. Bis auf wenige Ausnahmen, wir waren mal in Dessau. Aber wir kommen halt immer wieder gerne her, weil es ja, die Location halt schön mit unserer Heimat verbindet. Genau. Wockerode ist eigentlich ganz einfache Sache. Wir sind Freund von festen Traditionen. Wir machen das jetzt ja schon einige Jahre hier, kommen jedes Jahr gerne wieder her. Unsere Fans kennen das, freuen sich drauf, wir freuen uns drauf. Und deswegen ist es das einfach. Ist auch eine gute Location, wir kennen die Bedingungen hier und ja. Auch wenn sie manchmal ein bisschen widrig sind, aber wir nehmen das gerne in Kauf, weil wir uns trotzdem irgendwie wohlfühlen. Also es gibt schon ein paar Anekdoten, Wockerode, also kein Strom im Kraftwerk ist natürlich eine super Sache. Ja, das sind so Sachen, die glaubt einem keiner mehr. Nee, also wir haben hier Höhen und Tiefen erlebt, manchmal ließen sie die Technik im Stich, manchmal nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es so ein Ort, der uns mittlerweile auch ans Herz gewachsen ist. Immerhin haben wir hier auch mit Marquis de Sade damals unsere ersten Proben auch gemacht und sind zum Bundesvision Song Contest zusammengegangen und irgendwie sind wir doch so ziemlich verwachsen hier mit der Gegend. Wir haben heute Freunde hier, unter anderem die Band Herren, ganz, ganz neu auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sind zurzeit bei unserem Convex im Studio, da haben wir sie auch so ein bisschen entdeckt und heute mit hier eingeladen. Ansonsten noch Rabia Sorda, ebenfalls eine Band, die aber auch in einer, ich sag mal, einer schwarzen Lebensart oder Gothic-Kultur ein ziemlicher Begriff ist, auch verwurzelt über Convex über das Studio mit uns und ja, dann haben wir noch Tunes of Dawn. Tunes of Dawn aus Berlin. Aus Berlin. Die Hauptstadt kommt nach Dessau. Ja. Ist das nicht cool? Für die Dessauer Band Herren ist der Auftritt als Vorband das erste Konzert überhaupt. Herren ist brachiale deutsche Musik. Neue deutsche Härte, wir Rammstein. Das ist in der Besetzung das erste Konzert. Wir machen deutsche Texte mit Inhalten, die uns so bewegen. Also wir verarbeiten viele Ängste, wir verarbeiten auch teilweise auch ein bisschen Horror, das ist einfach das, was uns Spaß macht, darzustellen. Wir weichen sicherlich auch ein bisschen von der Norm ab, was den üblichen Text angeht, was man sonst so hört. Aber wir haben schon den Anspruch, das natürlich trotzdem auch mit in Verbindung mit der Musik dann auch in einen schönen Kontext zu bringen, dass es halt wirklich auch ein bisschen knallt, dass es ein bisschen Horror bringt, ein bisschen schockt auch. Auch das soll uns nicht fremd sein. Wir wollen uns ganz besonders in diesem Rahmen heute auch das neue Stück Zur Sonne, zur Freiheit mit euch zu feiern. Und was uns an der Stelle aber ganz wichtig ist, das seid ihr.